Erst hat Gödir im ersten Rennen Pünktchen weggenommen. Ich gehe mal davon aus, dass das zwei waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie eure Punkteverteilung ist zwischen Platz 1 und 2. Aber jedenfalls hast du dir die Punkte wiedergeholt. War dir das wichtig? Bist du auf die Meisterschaft hingefahren oder war es eher jetzt, ich will dieses Rennen gewinnen? Beides. Okay. Also, ja, nein, also es ist klar, dass ich an Gil vorbei muss. Ja, also es ist in der Vergangenheit immer so gewesen bei verschiedenen Ligen, dass Gil und ich uns abwechseln irgendwie mit den Punkten. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht vorgekommen dadurch, dass wir ausgeglichen irgendwie ins Ziel gekommen sind. Moment, habe ich nicht sogar noch einen Punkt verloren? Nee, Quatsch, er war ja auf zwei. Also es ist von daher eh schon wieder ausgeglichen und deswegen war Genau. mein Ziel natürlich, wirklich an Gül vorbeizukommen. Und deswegen habe ich von der ersten bis zur letzten Runde wirklich Attacke auf Gül gesetzt. Und Ja. das hat ja zum Glück nochmal geklappt. Ja, das ist wirklich. Also ich denke mal, du bist auch sehr happy, weil ich sag mal, so zwei, drei Runden Verschluss auf Platz 2, auf Platz 3, da war nicht unbedingt abzusehen, dass es dann auch noch ein Rennsieg wird. Hattest du das mehr oder weniger drin, dass du das Rennen gewinnst, oder war es dann wirklich einfach die zufällige Entscheidung dank Kaspersky und weiß ich nicht was? Ja, nein, also ich hab nicht mit dem Sieg gerechnet. Und ich hab auch nicht mitgerechnet, dass ich an Gö vorbeikomme. Das hat sich halt irgendwann ergeben und Jeremy war auch super schnell unterwegs. An dieser, wo war das, T4 berghoch, habe ich eine Lücke gesehen, bin reingestochen, habe auch meine Linie gehalten. Deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen verwundert, was ich irgendwie falsch gemacht haben sollte. Aber nee, ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass ich jetzt auf dem Podium stehe. Deswegen bin ich wirklich happy. Das kann ich. Ich freue, also grundsätzlich, ich freue mich erstmal, dass es so ein tolles Rennen wurde. Ich freue mich, dass ich es einigermaßen hingekriegt habe, das hier irgendwie zu kommentieren. Sicherlich wird das nächste Mal noch ein bisschen besser, weil mehr Informationen und man lernt die Leute besser kennen. Aber ihr habt es mir echt leicht gemacht, weil ihr habt eine sensationelle Action geboten. Ich hoffe, ich habe die anderen Fahrer nicht zu sehr vernachlässigt. Ich gelobe Besserungen, sollte das so gewesen sein. Ich werde mir das nachher natürlich auch angucken und wünsche euch allen ja, eine schöne Restwoche und wir sehen uns wieder hoffentlich in 14 Tagen und werden dann sehen, was dann passiert. Wunderbar, vielen, vielen Dank für den geilen Abend. Also ich wünsche euch allen das Beste und wir sehen uns. Bye bye.